Gehen wir durch das Osttor, sind wir bald am Canyon. Ja, Freunde, da wollen wir aber jetzt nicht hin. Wir wollen ein bisschen was in der Stadt erledigen, hier bei Majora's Mask 3D. Und nebenbei, ja, ich wurde ein bisschen angeschrieben. Natürlich cooles Feedback, ne, von euch. Ich hatte den Boss Georg ein bisschen zu viel gemobbt. Und da stimme ich zu, ja, okay, ich war wirklich ein bisschen doof bei der Sache. Ich habe ihn kritisiert, ohne Gegenargumente zu zeigen. Und von daher nehme ich natürlich meine Aussage vom letzten Part zurück. Der Boss ist ja auch eigentlich gut, nur, keine Ahnung, irgendwie habe ich ihn diesmal, ja, keine Ahnung, nicht so empfunden, wie ich das sonst gemacht habe. Und übrigens, ich muss die Zeit noch verlangsamen. Ich weiß zwar nicht, wo die Kamera gerade hinschaut bei Link, aber naja, es ist zensiert. Ein Glück. Das können wir nicht sagen, ob Link... Na, komm, lassen wir Diskussion. Komm, wir lassen sie. Tut nicht zur Sache. So, ja, es gibt genug zu tun hier in Unruhstadt. Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das, vieles könnte man auch schon ganz am Anfang machen. Da kam auch ein Tipp rein. Und ja, klar. Aber ja, ich will halt Unruhstadt immer so ein bisschen reinbringen, bevor wir wieder in Dungeon rennen. Und eine Challenge, die wir noch gar nicht gemacht haben, ist die hier. Dazu brauchen wir aber Geld. Und ich weiß nicht, ab wann die öffnet. Naja, wir besorgen uns erstmal Geld. Dann ist das erstmal kein Problem. Und alles andere, ja, brauchen wir noch nicht zu begutachten. Ich habe mir jetzt auch keinen fixen Plan gemacht. Es gibt einige Challenges, die ich heute schaffen will, aber es gibt halt auch ein paar, wo ich mich noch nicht so richtig rantraue oder jetzt nicht sagen will, heute mache ich die und dann kriege ich sie nicht fertig, ne, also... Ich lege mich da ganz spontan fest. Ich denke, dass die Lotto-Challenge heute drankommen wird. Und jetzt, wo ich von der rede, da können wir gleich mal hinrennen. Ich schaue mal nur noch, welchen Tag haben wir. Den ersten Tag, der fehlt uns. Na, die letzten Zahlen des ersten Tags. Und dann werden wir heute einen 3-Tage-Zyklus in einem Part erleben. Denn es gibt einige Challenges, die sich über 3 Tage ziehen. Und ich glaube, ich habe mir gerade 2 Challenges rausgezogen. Einmal die Lotterie und einmal ein Spiel mit Bomben. Bei wie heißen die? Schätzchen und Liebling, oder? Na, ist nicht so versteckt. Ist jedenfalls so ein kleines Minispiel. Jeden Tag gibt es da eine andere Challenge. So. Mein Freund, du hast die Chance für, ja, genau. Ich nehme teil und der Code ist 111. Jetzt müssen wir um 6 Uhr abends hier zurückkommen. Das werden wir natürlich machen, denn wir wollen ja die Zahlen wissen. Allerdings kann ich die Lotterie heute... Ja doch, ich könnte sie heute auch schon lösen. Nur hätte ich die Zahlen vielleicht mal holen können. Sonst müssen wir halt heute nochmal die Zeit... Ja, eigentlich muss man die Zeit ja zurückspulen. Ja, also... Doch, die Challenge passt gut rein in das, was wir jetzt machen würden. So, jetzt brauche ich noch die Öffnungszeiten. Aber warte, er redet mit mir. Hat er einen kleinen Tipp für mich? Ah, das Pferderennen, genau. Ich habe gehört, die Gormann-Brüder hatten an der Milchstraße eine Pferderennbahn. Jo, das ist auch so, nur weiß ich nicht, wie man das Event richtig triggert. Also bei den Gormannern bin ich eh immer durch Zufall auf die gestoßen. Ich habe die eigentlich nie beachtet bei meinem ersten Durchspielen. So, und das ist die erste Challenge. Ich glaube, wir haben einen Besucher, Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Krabbelminenschießbude ist den ganzen Tag über geöffnet, nicht wahr, Schätzchen? Ein Spiel macht 10 Rubine. Ja, ich möchte spielen. Krabbelminen hatten wir noch gar nicht. Aber, ja. Ich denke, das wird wohl auch jeder kennen. Und zwar können die halt Wände hochkrabbeln. Nur, ja, die Challenge ist gar nicht so leicht. Obwohl, doch, eigentlich ist sie machbar.
Ah, oh, ich bin runtergefallen. Nein. Ja, so trottelig war ich noch nie. Also so schwer kann die Challenge auch nicht sein. Aber, ja. Natürlich habe ich bei der jetzt Probleme, ne? Wir hatten ja schon dieses Bogenschießen, wo ich ja abgegangen bin. Und jetzt bei der einfachsten Mission gibt es die größten Schwierigkeiten. Das muss einfach so sein. Ich weiß auch nicht. Das ist so der Let's Player-Fluch. Das ist einfach nur der Let's Player-Fluch. So. Neuer Versuch. Vielleicht ziehe ich die Hasenohren. Ich hätte die Hasenohren vielleicht ausziehen müssen. So, wir haben aber unendlich Krabbelminen, oder? Ja, nur können wir nicht unendlich spammen. Aber eigentlich ist dann die Challenge doch leicht. Ja, ich habe es so zwar noch nie gelöst, aber es scheint ja zu gehen. Ja, getroffen, nice. Ich habe sogar, glaube ich, 2 gekriegt. Und noch eine. Und die letzte ist hier an der Tür. Ja, die müsste machbar sein. Habe ich sie? Ja, genau. Perfekt. Ja, und das müssen wir halt jeden Tag irgendwie schaffen. Es gibt immer ein paar andere Spiele. Es gibt noch so ein Basketballspiel. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Es gibt einen Angelpass, ja. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Die Angelpasse sind nur Ersatzteile, Platzhalter für die großen Preise, wenn man die schon hat. Wie nervtötend. Zeig mir mehr von deiner Liebe, Schätzchen. Oh Gott, was ist heute für ein Part? Oh mein Gott, erst... Ihr wisst schon was. Und jetzt auch noch... eine Anspielung. Also Freunde, Zuschauer unter 18 Jahre, bitte jetzt den Part schließen. Gebt einen Daumen runter dafür. Ja, ist gut, aber trennen noch ist nicht erlaubt. Weg mit euch. So, was hast du uns zu erzählen? Das Notizbuch der Bomber, ja, ganz schön. Irgendwas mit den Soras. Ja, an die Küste reisen wir noch früh genug, denn wir können jetzt endlich ins Spinnenhaus und uns eine größere Geldtasche holen. Im nächsten Part wird das drankommen. Und, ja. Bis dahin gibt es halt noch ein paar Challenges hier. Hier beim Deko, das können wir auch mal versuchen. Darauf gebe ich aber jetzt keine 100%. Das ist meistens die Mission, die ich als allerletztes mache. Und zwar ist das so ein kleines Minispiel, bei dem man halt mit diesen Blumen fliegen muss. Und dieses Spiel zieht sich auch über 3 Tage. Also wenn wir die 3 Missionen ganz gut zusammenkriegen, haben wir kein Problem. Ja gut, die Lotterie wird wirklich ein bisschen schwierig. Diesmal noch zu machen. Ich glaube, die verschieben wir dann doch. Ich suche mir zwar noch die Zahl, also damit ich die Zahl schon mal weiß, aber die Ziehungen werde ich erst in einem späteren Part, vielleicht nach Ikana, erledigen. Ein Spielchen kostet 10 Rubine. Ich probiere es. Ja, in die Deko-Blume und dann kann es auch schon losgehen. Wir müssen alle Rubine einsammeln und der Rekord liegt bei 1,15. Boah, es müsste schaffbar sein. Also die erste Challenge ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, na, wie sich diese Plattformen bewegen. Man sollte vielleicht nicht dann, ja, seht ihr, man sollte vielleicht nicht dann starten, wenn die Plattform gerade am Aufsteigen ist. So, hier kann man natürlich auch ganz gut Geld farmen und ich merke gerade, die Zeit läuft nach oben. Okay, nee, dann ist gut. Ich dachte jetzt, ich hätte noch 20 Sekunden, also ja, dann wird es vermutlich wirklich ein bisschen knapp. So, das wird eng. Wir schaffen es aber, okay. Ist da oben eine Blume? Nee. Also wir müssen über diese Plattform zurückkommen. Wie sieht's da aus? Landen wir? Ja. Noch 2 Rubine. Ist drin, würde ich sagen. Ja. So. Es wird auch, also die Zeit ist auch sehr knapp bemessen. Keine Angst, es kann ziemlich eng werden. Aber müsste machbar sein. Komm, 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 sink ab. Ja, fantastisch. Gut, es ist vorbei. 1,993, wow. Das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Und wieder einen Angelpass. Heute sammeln wir die Angelpässe.
Joach. Und da auch Meister der Dekoblumen 1. Ja, am ersten Tag haben wir das gemacht und jetzt gehen wir an den zweiten Tag. Ich glaube, wir haben hier... Ja, nee, richtig. Denk an die Ziehung. Ja, und Link, der Name ist eingetragen. Jetzt kennen sie mich halt, habe ich hier eine Kundenkarte. Habt ihr eigentlich Kundenkarten? Ich habe eine von einem Laden, wo ich halt Stammkunde bin, aber ich brauche jetzt keine 120 Karten von Saturn, von Mediamarkt, von... was weiß ich, von allem. Und meist, wenn sie mich dann halt auch fragen, sage ich einfach, ich hab sie nicht. Oder für zu Hause vergessen, denn meine Mutter gibt sie mir manchmal mit. Und dann heißt sie, ja, denk dran, die Kundenkarte zu zeigen. Steht dann immer so eine halbe... Also meine Mutter steht dann immer so eine halbe Stunde an der Kasse und sucht diese verdammte Karte. Und diese Karten sind dann alle, keine Ahnung, gleich. Die eine sind alle rot, die andere alle grün und dann sind die alle gleich aus. Und so lästig für die paar Prozente, die man kriegt. Ja. Brauche ich nicht, also ich kann da drauf verzichten. Klar, beim Stammkunde ist es okay, aber die haben meistens meinen Namen halt auch im Computer drin. Da brauche ich die Karte nicht mehr vorzuzeigen. So, jetzt spulen wir die Zeit nach diesem Gelabere nach vorne. Denn wir brauchen nun 6 Uhr nachts für die Ziehung. Und ich merke gerade, das geht hier richtig schnell, dieser Part. Jetzt haben wir schon 13 Minuten. Boah, es wird knapp. Aber gut, ich bin optimistisch. Ich denke, dass das Ganze machbar ist. Da keine Angst. Wird schon schief gehen. Und wenn nicht, dann wird der Part halt ein bisschen länger. Mein Gott, kann ich nicht ändern. Das ist dann halt so. So, die Ziehung ist hier, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Zahlen wir kriegen. Dann zeig mal meine gute Lotterie. Es erfolgt nun die Bekanntgabe der Gewinnzahlen. Deine Gewinnzahl lautet ja und die richtige Zahl ist 357. Ja, Pech gehabt, bla bla bla. Morgen früh können wir es wieder versuchen, aber das wollen wir ja gar nicht, denn jetzt haben wir die Komplettlösung der Lotterie. Ich glaube, am Ende der Quest gibt es auch wieder nur ein Herzteil, aber ja, immerhin, ne? So, dann sind wir fertig für diesen Tag. Ich mache jetzt auch hier, so schnell es geht, ne? Nicht, dass wir wirklich noch in Zeitdrang reinfallen. Jetzt geht's wieder an den zweiten Tag zu Liebling und Schätzchen. Liebling und Schätzchen. Ah, oh, Zungenbrecher. Und dann noch die Deko-Challenge. Ja. Im nächsten Part sehen wir uns halt dann am ersten Tag wieder. Ich werde vermutlich Gyrok nochmal besiegen müssen. Aber ich bin mir da ganz und gar nicht sicher. Also darauf gebe ich noch keine Gewähr. Jedenfalls werde ich den Kampf nochmal bestreiten und vielleicht mache ich mir dann noch ein anderes Bild, wenn ich das in Ruhe und kommentiert versuche. Vielleicht war es wirklich, ja, ein bisschen Aufregung, weil der Part schon ein bisschen länger war. Ich werde dann immer ein bisschen nervös, weil ich möchte den Part ja pünktlich bringen, aber momentan habe ich zeitlich einfach keinen anständigen Plan. Tut mir leid, also das wird sich in 2 Wochen wieder bessern. Und heute ist die Basketball-Challenge dran, okay. Bombenbasket. Ja, jeden Korb müssen wir einmal treffen, das ist mit den normalen Bomben und dürfte eigentlich nicht schwer sein. So, erster Korb schon getroffen. Zweiter versemmelt. Schmeiß da rein, ja, genau so. Und auch wieder getroffen, nice. Geht ja richtig gut hier. Ah, das war ein bisschen ungenau. Jetzt noch hier. Man darf natürlich nicht runterfallen, das ist das Problem. Weil wenn man runterfällt, dann hat man halt schon verkackt. Aber es läuft. Wir haben noch 2 Körbe vor uns und genug Zeit. Und geschafft. Easy. Wunderbar. Das war natürlich ein Zeitsparer. Und es gibt wieder einen Angelpass. Jetzt müssen wir nur noch am dritten Tag die Challenge
schaffen. Und wir haben ja den ganzen Tag Zeit, also kein Problem, kein Ding. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Ich hab's für heute ja geschafft. Jetzt geht's wieder zum Deko-Kerl. Und so läuft es heute. Also nur Spiele dran. Ja, ich glaube, das ist eine gute Abwechslung. Nachher geht's ja wieder in den Ozean. Also nach Ikana gehen wir eh noch nicht, weil da brauchen wir auch noch eine bestimmte Maske. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wo wir diese Maske auffinden müssen. Außerdem brauche ich auch noch... nicht zu großen Fee. Ich brauche auch noch Käfer und so Stuff. Weil im Spinnenhaus gibt es halt so Löcher, wo wir Käfer sammeln müssen. Und könnt auch schon das nächste Spinnenhaus machen, denn wir haben, glaube ich, jetzt auch jede Ausrüstung, die man dazu benötigt. Vielleicht machen wir einen Spinnenhaus-Part beim nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Das Ozean-Spinnenhaus oder das des Dämmerwald-Tempels. Beide sind interessant, aber ich finde das im Ozean halt viel besser. Das ist mehr so auf Geister gestrimmt, während das andere eher so verlassener Tempel-Style ist. So, natürlich wieder die Challenge. Und ich habe gleich mal verkackt. Geil. So läuft es hier. So muss das sein. Ja, komm. Der Eintrag ist ja okay. Jetzt will ich den Rekord herstellen, aber ich starte diesmal mal von dieser Blume aus. Blume. Nicht Blume. Ja, komm, rein. Und den richtigen Moment abwarten. Springen auf den äußeren Ring. So, jetzt. Und. Ach, jetzt kriegst du die Landung nicht hin. Junge. Das ist nicht schwer. Man kann sich natürlich auch mit den Dekonüssen ein bisschen nachhelfen. Und er stößt mich hier noch runter. Sag mal, geht's noch? Komm jetzt. Gleich mal wieder verpasst. Geil. Dann fliege ich aber schon dahin. Und diesmal passt's. Super. So, jetzt geht's in den mittleren Ring. Ach, und wirklich nicht hingekriegt. Ich würde sagen, noch einen Versuch, dann schneide ich das aber raus, weil dann habe ich kein Geld mehr. Und dann kriegt ihr halt die Optimallösung angezeigt. Ja. So, das war vielleicht nicht der günstigste Sprung. Übrigens, die Blume könnt ihr nicht verlieren, wenn ihr auf der Stelle stehen bleibt. Ne? Die ist dann unendlich lang. Also nur damit ihr Bescheid wisst, da habt ihr keinen Stress. So, jetzt geht's in die Mitte. Das komplizierte Abteil. Auch wenn es der kleinste Ring ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. So, jetzt bleiben wir stehen. Lassen uns runterfallen. Da gibt es noch einen grünen Rubin zum Sammeln. Ist das auf dieser Linie? Ja, genau. Und dann noch den blauen. Dann haben wir das. Warte mal, wo ist der blaue? Da kommt der. Da warte ich aber noch eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ist auch nicht so schlimm. Es zählt jetzt eh nur noch, den zu erwischen. Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott, gut. So, wie sieht's aus? 57 Sekunden. Wow, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Und wieder einen Angelpass. Ja, ja. So. Sind wir fast durch hier. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Ich will die Zeit nochmal nach vorne spulen. So. Jetzt geht's zum letzten Tag. Ah, und hier drin geht das natürlich nicht. So viel zum Timesaver, ne? Und schon hat man wieder Zeit verloren. Unglaublich, aber wahr. Hier bei The Legend of Zelda Majora's Mask, wo es um Zeit geht. Und Zeit ist hier wortwörtlich Geld. So, nächster Tag. Der dritte. So, auch die Szene, denke ich, kennt jeder.
Dämmerung des letzten Tages. Und dann kommt's nochmal. Déjà-vu. Wir machen genau das gleiche wie vorhin. Ich weiß nicht, fangen wir mit dieser Challenge an? Ja, wenn wir schon hier sind, dann ist das zeitsparender. Genau. Geld habe ich ja noch, genau. Die Challenge ist jetzt aber richtig schwer. Das weiß ich noch. Also, jetzt wird's sogar sehr eng, was die Zeit angeht. Was haben wir denn von Zeit? 1:16. Ja, okay. Das Muster. Das ist gefährlich und doof. Ich gehe erstmal zu dieser Stelle, wenn ich das schaffe. Ja, der Sprung ist schaffbar. Ich glaube, den äußeren Ring, den hole ich mir erst, wenn ich mit den inneren fertig bin. Weil, ja, der äußere ist der zeitaufwendigste. So, das hat gut geklappt. Damit bin ich zufrieden. Jetzt noch auf den da. Der bleibt auch auf der Stelle. Und da muss ich noch schauen. Es sind zwei, ne? Auf den großen Teil. Genau, es sind zwei. Muss ich schauen, wann die dann kommen. Und fallen lassen. Und daneben. Es hat gut funktioniert. Nur der letzte Ring natürlich. Ja, und gibt wieder einen Eintrag. Wir wissen es. Das wissen wir, wissen wir. Ja. Brauchst du uns nicht zu erzählen. Ich probier's. Ja, vielleicht gehe ich auch zuerst auf die größeren. Ich weiß es nicht. Aber zeitlich hat es gepasst. Oh, da kommt der blaue schon. Und versuch mal, ach, ihn zu erwischen. Ich hab noch Rubine. Ey, Leute, ich hab noch Rubine. Wenn es nicht klappt, dann haben wir auch kein Geld für Liebling und Chatsinn, ne? Das ist hoffentlich jedem bewusst. Aber am letzten Tag gibt es ja ein paar Schatztruhen, die man öffnen kann. Und ja, die sind dann sehr nützlich. So, und das ist wirklich sehr knapp. Aber easy peasy für uns. Ja, also ihr seht, die mittleren Rubine sind empfehlenswert. So. Damit hat man keinen Stress und den äußeren Ring, ja, die muss man halt zweimal treffen. Ist halt kompliziert, aber irgendwie klappt's dann auch. Da kommt einer. Ah, auf den traue ich mich aber jetzt nicht drauf. Das ist doof. So, da kommt der nächste. Ich hoffe, ich krieg den jetzt. Ja, ich hab ihn. Okay, dann hätten wir jetzt sogar noch Sput für einen weiteren Versuch. So, jetzt wieder zurück auf den da. Und dann müssen wir nur noch den letzten Rubin abfangen. Und wir haben 20 Sekunden Zeit. Ich denke, das ist genug. Spannend und geschafft. Wunderbar. Ja, super. Erstaunlich, wieder ein Rekord. Schon der dritte in der Serie. Wow, du hast uns dran gekriegt. Nun gut, offensichtlich bist du ein Profi und die haben hier nichts zu suchen. Nimm das und komm bloß nicht wieder her. Ja, habe ich sie pleite gemacht. Ja, dafür gibt's ein Herzteil und ja, jetzt holen wir uns noch ein weiteres Herzteil bei Liebling und Schätzchen. Was? Das am... Ah nee, okay, das ist abgeschlossen. Ich wusste nicht, dass das 4 Kapitel hat. Aber okay. Das Link, versteck dich! Ja, die haben jetzt Angst vor mir. Ich habe den Respekt gezeigt. Und das andere Spiel ist definitiv nicht so lange. Nur... Können wir es first tryen? Das ist die große Frage. Denn ich habe auch kein Geld mehr. Lel. Ich habe gerade mal Geld für einen Versuch. Klar könnte ich mir noch irgendwo ein bisschen was schnappen. Aber, ja, es gibt noch eine Truhe mit einem 100er und einem 20er, die leicht zu erreichen sind. Ja, das sind Zielscheiben. Was war denn die dritte Challenge? Aber nicht mit Bogen. Zielschießen. Doch. Im Ernst? Bogenschießen? Nein, im Ernst? Das ist geschenkt. Oh mein Gott, MLG Blackstar is back. Ist ja geschenkt.
So, wo sind die Zielscheiben? Ist doch geschenkt. Und der Gyrosensor hat mich... Autsch. Okay, sie darf ich nicht treffen. So, eins, zwei, immer schön im Rhythmus bleiben. Einer verfehlt, aber kommt gleich wieder. So, und das wird wohl die letzte sein. Und perfekt. Super. Ja, Bogenschießen. Oh mein Gott, keine Chance. Er hat an 3 Tagen hintereinander eine perfekte Trefferzahl erzielt. Das ist alles, was wir noch für ihn übrig haben, Liebling. Ja, ein Stück Liebe. Ja, Freunde, und wenn ihr mich auch ganz doll liebt habt, dann drückt ihr auf den Daumen nach oben. Ja, Freunde, die Ansage war so scheiße. Aber okay, ihr wisst, dass jetzt Ende des Parts ist. Im nächsten Part, wie gesagt, eins der beiden Spinnenhäuser. Und damit sehen wir uns dann wieder am ersten Tag. Selbstverständlich werde ich die Zeit zurückdrehen. Bis dann und tschüss.